Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als grüne Bundestagsfraktion und überhaupt auch Landtagsfraktion überall im Land setzen wir uns für den sauberen und fairen Sport ein. Wir lehnen, wie alle in diesem Hause sicherlich, Doping im Sport konsequent ab. Aber wir sind dennoch der Auffassung, dass das vorgelegte Gesetz in seiner Konstruktion weder überzeugend ist, noch das Problem des Dopings in seiner Vielfalt angehen kann. Statt den Ursachen beizukommen, legen Sie nämlich die strafrechtliche Axt an die Symptome. Und uns Grüne geht es nicht um die Symptome, sondern um die konsequente und konkrete, nachhaltige Beseitigung des Ursachens des Dopings. Und dafür ist das Strafrecht nicht geeignet. Wir lesen Monat für Monat in den Medien über Dopingfälle. Und was ändert sich im Sport? Ziehen die Verbände Konsequenzen? Leider nicht. Als Paradebeispiel kann der Fall von Lance Armstrong genannt werden. Nicht einmal dieser riesige Dopingskandal hat zu einem echten und ernsthaften Umdenken im Profiradsport geführt. Und seit einigen Monaten stehen auch die Mannschaftssportarten im Fokus der Fachmedien. In Frankreich, in Kanada wird über das Doping im Rugby geredet. In den USA findet eine Debatte um American Football statt. Ich bin der Auffassung, dass auch in Deutschland diese Diskussion fällig ist, besonders im Bereich des Amateur- und des Profifußballs. Schauen wir doch mal genau hin. Es fängt damit an, dass Spieler, also Fußballer, inzwischen die 90 Minuten auf dem Feld nur noch mit starken Schmerzmitteln durchhalten können. Ist das Spielmanipulation? Ist das Verfälschung des Ergebnisses? Warum nicht? Oder sicherlich? Und ich frage mich auch, was ist das für ein Sport, in dem Sportler vorsorglich zu starken Medikamenten und Schmerzmitteln greifen müssen, damit sie überhaupt den Wettkampf, die 90 Minuten und so weiter, bestehen können. Und wer behauptet, dass Doping im Fußball aufgrund der Komplexität der Bewegung keine Rolle spielt, der behauptet schlichtweg Unfug. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, Doping und ähnliche Manipulationen im sportlichen Wettbewerb gefährden, wir haben es auch gehört vorhin, den Sport und die Integrität des Sports. Auch deshalb ist und muss der Kampf gegen Doping eines der zentralen Aufgaben auch von uns, aber auch des Sports und der Sportverbände sein. In dem Sinne ist Ihr Gesetzesentwurf zur Bekämpfung des Dopings meiner Ansicht nach weder stimmig noch zielführend. Ich möchte das daran verdeutlichen, indem ich den Kampf gegen Doping mit der eigentlich seit Jahren überfälligen Reform des Leistungssportsförderung verknüpfe. Die ist ja gerade in Arbeit. Auf der einen Seite wissen wir, dass Doping in erster Linie eine Folge des gigantischen Leistungs- und Erfolgsdrucks im Sport ist. Auf der anderen Seite wollen Sie, Herr de Maizière, Fördermechanismen für den Spitzensport noch stärker auf Medaillen und Erfolg ausrichten. Das passt einfach nicht zusammen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass im internationalen Sport Doping nicht nur die Ausnahme, sondern eher die Regel ist, dann wird die einseitige Ausrichtung der Sportförderung auf Medaillen und Erfolg nicht für weniger, sondern für mehr Doping sorgen, auch in unserem Land. Das ist die traurige Realität, und diese traurige Realität sollten die Minister, der eine ist ja noch hier, wahrnehmen und ernst nehmen. Meine Damen und Herren, es ist doch eine Binsenwahrheit, dass der Griff zum Strafrecht stets, wenn überhaupt, erst der letzte Schritt sein sollte. Ich will stichwortartig auf einige kritikwürdige Punkte eingehen. Besitzstrafbarkeit. Dieses Instrument ist schon beim Cannabis gescheitert. Warum soll es beim Doping funktionieren? Stichwort Verbot des Selbstdopings. Das Verbot des Selbstdopings berührt das verfassungsrechtliche geschützte Recht auf Selbstbeschädigung. Hier vermissen wir eine Abwägung, warum gerade Sportlerinnen und Sportler im Spitzensport im Gegensatz zu allen anderen Sportlern oder Menschen ihre eigene Gesundheit nicht gefährden sollen dürfen. Stichwort Fairness im Sport. Welches verfassungsrechtliche Schutzgut stellt Fairness im Sport dar? Ihr Versuch, Fairness im Sport per Gesetz strafrechtlich schützen zu wollen, ist wie der Versuch, Pudding an die Wand des Bundestages zu nageln. Und das wird weder dem Pudding noch dem Fairness was nützen.
Auch bei den Vorschlägen aus den Ländern müssen wir genau hinschauen. Die Einführung einer Kronzeugenregelung beispielsweise lehnen wir ab. Und ich will auch noch ein Wort an die Adresse der Athletinnen bzw. an die Bürgerrechte der Athletinnen sagen. Für uns gelten Bürgerrechte auch für Athletinnen und Athleten. Und mit Ihrem Gesetz schaffen Sie im Endeffekt den gläsernen Athleten. Und das können wir auch nicht gutheißen. Meine Damen und Herren, statt das Strafrecht zu bemühen, müssen wir uns insbesondere mit der Leistungsspirale im Sport und den eigentlichen Ursachen des Dopings auseinandersetzen. Dazu gehört auch der Wille, die Dopingvergangenheit des Landes zwar in Ost wie West lückenlos aufzuarbeiten. Ich sage da nur ein Stichwort Freiburg. Und deshalb sollten wir da mehr, umfassender an die Sache rangehen. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang auch über Sportbetrug reden, über Spielmanipulation. Der Herr Minister hat es gerade zwar angekündigt, aber ich verstehe nicht, warum hier nur angekündigt wird, warum hier nicht auch schon zur Tat geschritten wird. Denn das Thema Sportbetrug und Spielmanipulation ist eines der Kernprobleme des Dopings. Wir meinen deshalb, dass Sportbetrug notwendig als Tatbestand eingeführt werden soll. Ich komme zum Schluss. Der Zweck des Anti-Doping-Gesetzes ist insbesondere auf den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Sport vor unlauteren Manipulationen auch auszurichten. Denn im kommerziellen Sport werden Milliarden umgesetzt. Es geht nicht um die olympische Idee, sportliche Ideale, sondern knallhart um Profit. Und deshalb sollten wir auch versuchen, das in unserer Arbeit und in der Gesetzgebung abzubilden und nicht nur das Strafrecht zu bemühen und einseitig auf die Sportlerinnen und Sportler zu gucken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Mutlu. Schönen guten Morgen von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, und auch Ihnen, unseren Gästen. Der nächste Redner in der Debatte ist der Reinhard Grindel.